Oh, Aufstand im vollen Gange, was? Hey, langsam, 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 Baby, Baby. Das gefällt mir gar nicht, ne? Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge in unserem Prison Architect Let's Play. Ja, ich bin's wieder, euer Big Mongo Styler, und in dieser Folge werden wir unser Gefängnis dem maximalen Gefangenenstrom aussetzen, der je hier in diesem Let's Play zugange war. Zuallererst müssen wir hier jetzt die Wände einreißen. Bei jedem Flur. So. Weil die sind hier unten nämlich gar nicht drangekommen, die Türen anzubringen. Dann müssen sie erst die Wände einreißen. Okay. Dann können wir schon mal beim Personal, bei dem Einsatz, die Patrouille hier vergeben. Ah, da sagt er mir, das geht noch nicht. Das können wir erst machen, wenn die Wände eingerissen sind. Da können wir jetzt mal fast forwarden hier. Da kommen schon die Bob der Baumeisters, reißen die Wände ein, wunderbar. Da können wir dann auch Metallwegplatten verlegen, dass sie hier alle schnell unterwegs sind. So, hier oben muss noch die Wand weg. Jawohl, wunderbar. Können wir die Patrouillen auch gleich vergeben. So, bam. Warum geht das hier nicht? Geht doch. Wunderbar. Okay. So, Personal. Nee, Einsatz. Patrouillen. Machen wir jetzt hier. So. Geile Sache. Wunderbar. Jetzt haben wir hier überall nochmal... Nein, ich will nicht, dass da noch eine hier... Blöps, ups. Das sind mir ein bisschen zu viele. Ich will hier nämlich noch Hundepatrouillen haben. Und bewaffnete Patrouillen, wenn es geht. So. Und ich habe auch was gesehen. Wir haben hier jetzt insgesamt 30 von diesen Hundedingern. Von diesen Zwingers, da können wir auf jeden Fall noch mehr Hundeführer einstellen. Genau 30 Stück. Wunderbar. Okay. So, die verlegen hier noch die restlichen Platten. Dann würde ich doch mal sagen, Leute, können wir die Raumvergabe starten hier mit den Zellen. Boah, da kommen jetzt noch mal einige Zellen dazu hier. Das kann ich theoretisch so machen. Bin ich mal auf die Endzahl gespannt. So. Das sollte jetzt gleich alles aufhören zu blinken. Da oben rattert schon die Zahl hier. Maximale Gefangene 660 Stück. Alter Schwede. Äh, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 18. Ja, hier können auch nochmal 40 Stück hausen. Das heißt, wir können das voll machen auf 700. So, da gehen wir jetzt mal bei der Einlieferung und erhöhen diese Zahl auf 700. Oder machen wir 600, machen wir erstmal 600 irgendwas. 680 oder so. Oh, Aufstand im vollen Gange, was? Hey, langsam, 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 Baby, Baby. Das gefällt mir gar nicht, ne? Ey, warte mal. Entsichern. So, ihr dürft jetzt schießen. Da hat einer einen Schlüssel, Alter. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich tue mal noch ein paar Leute stationieren. Geht nicht. Komm, wir machen mal die 100 voll hier. Aber was geht hier ab, Mann, Alter? Müssen wir jetzt dieses SWAT-Einsatzteam holen?
krass, man, die gehen hier voll ab, Alter. Krass, Officer tot. Da kommen schon ein paar neue. Ihr dürft ruhig schießen, Leute. Haben wir hier bewaffnete Patrouillen. Und Hundepatrouillen. Was geht hier ab, Mann? Hilfe! Boah, das sind definitiv zu viele hier. Der hat einen Schlüssel. Ich glaube, wir müssen die Cowboys holen hier. Wo geht das nochmal? Einsatz? Nein, Notfalldienste. Riot Police. Von wo kommen die denn? Ach du Scheiße, von da oben. Ey, wie soll das denn werden, wenn wir 660 Gefangene hier drin haben? Ich glaube, unser Gefängnis geht zugrunde, ey. Wo bleibt die Riot Police? Kommen wir mal fast forward. Boah, die gehen richtig ab, Alter. Gebt euch, gebt euch. Macht sie kaputt. Boah, die sind schon alle verletzt. Hilfe. Ach du Scheiße, da ist schon einer bewusstlos. Scheiße, Mann. Wo bleiben denn die anderen? Da, die sind hier komplett nackt. Boah, die hat hier richtig böse zu kämpfen, ne? Nur noch 34 Gefangene, 30 Gefangene. Ich brauche eine größere Patrouille, also mehr Leute, die hier in der Küche Kantine patrouillieren. Ich denke, das schaffen wir jetzt noch. 10 Tote heute. Was? Eingehender Anruf? Was? Hilfe! Auch schon gezwungen, sehen Kontrolle und sich. Wie viel Zeit haben wir noch? Sind nur noch 4 Gefangene. Komm schon, wo sind die denn? Was ist jetzt passiert? Kommt jetzt das Militär? Haben wir es geschafft? Ich glaube, wir haben es geschafft. Ach du Scheiße, Mann. Erstmal alle zum Arzt bringen, die noch überlebt haben.
jetzt übertreiben wir halt ein bisschen, ist mir scheißegal. Dass sowas bloß nicht nochmal passiert. Wir brauchen noch viel, viel mehr Wachen. So, 150 Wärter haben wir jetzt. Alter Verwalter. Ich glaube, die Solitaries sind jetzt überfüllt. Ja. Warum ist die Gefahrenstufe so hoch, Mann? Brauchen wir Doktoren, glaube ich. Warte mal hier, Personal, Arzt. Komm mal, 13 Ärzte. Das ist meine Glückszahl. Von der Riot Police, die kann ich jetzt, glaube ich, hier wegschicken. Wir haben es, glaube ich, noch echt geschafft, dass die Regierung doch kein Militär hierher schicken musste. Im letzten Moment haben wir es geschafft. Und warum ist dieser Bereich hier so blöd? Was ist mit der Küche los? Warum ist die Küche so komisch markiert hier so rot? Was stimmt hier nicht? Was ist eigentlich hier mit der Einlieferung? Machen wir 670. Also Leute, ich glaube irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass das Gefängnis schon bald den Bach runtergehen wird. Ey, das ist ja krass, ne? Das ist ja richtig krass. Hier die lauter Toten, Alter. Bereitschaftspolizist. Ach du Scheiße. Gehen die Chefköche hier alle hin? Gehen die sich von hier das Futter holen oder was? Alter. Aber warum ist dieser Bereich noch hier rot, Mann? Was? Trägt Personalschlüssel. Ah, jetzt ist der Bereich nicht mehr rot. Okay. Hier wurden wieder Tunnel gefunden. Haben wir hier ein paar Tunnel auf dem Screen? Irgendwie nicht. Nee, kann ich keinen sehen. Alter, was haben wir hier? Normalsicherheitstrakt. Gemeinsamer Bereich. Schutztrakt. Nur Häftlinge in Schutzhaft dürfen diesen Trakt betreten, okay. Oh Mann. Ich glaube, wir können hier noch mal ein paar mehr Serviertische hinstellen. Objekte demontieren. So. Jetzt patrouillieren ja auf jeden Fall genug Officers hier. Das ist mal eine riesenkrasse Patrouille hier. Hier haben wir bewaffnete Wachen. Hier würde ich gerne mal eine abziehen und eine, dass da auch eine hier ist, ey. Weil hier sind noch drei Posten, die unbesetzt sind. Oh, und die neuen Dings, Insassen sind da, glaube ich, oder? Wir haben jetzt 313.000. Haben wir jetzt so viele? Oh, da kommen die ganzen Bussis. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's richtig ab, Mann. Also hier in der großen Kantine, hier muss auf jeden Fall so viel Polizeipräsenz
bestehen sein, bleiben, dass die Insassen sich nicht denken, ey komm, wir flippen mal aus hier. Muss auf jeden Fall viel, da müssen viel mehr stationiert sein. Dass sie hier bloß nicht wieder ausflippen. So. Hier kommen jetzt die neuen Insassen. Oh, ich sehe gerade, in den Zellen selbst hatten wir Übermetallboden. Kann ich das einmal nochmal hier so machen? So, jetzt soll er nochmal überall Metallboden rein. Haben unsere Bob der Baumeister noch was zu tun. Und unsere Wärter sind die ganze Zeit ausgelastet. Ich glaube, wir müssen echt noch mehr einstellen. Wir machen mal 200 voll. Wärter haben wir jetzt eingestellt. Geht's jetzt richtig ab hier. Die ganzen Gefangenen müssen in ihre Zellen gebracht werden. Und ihr seht, hier oben ist alles permanent ausgelastet. Da klingelt auch schon wieder der Folgenwecker. Bin ich jetzt mal gespannt, ob wir heute schon die ganzen Insassen vollkriegen. Weil jetzt sind wir gerade mal bei 500. 493. Der Yard ist auch, glaube ich, viel zu klein für diese ganzen Insassen, Leute. Ach so, und genau, was ich noch machen wollte. Nee, bin ich falsch. Programme, genau. Trainingslager für Taser. Den wollte ich jetzt noch mal mehrmals einführen. Dass hier auch alle Leute Dings ausgebildet werden. Aber wir haben jetzt sehr viele neue Wärter eingestellt und die wissen ja alle noch nicht, mit dem Taser umzugehen. Da hier, das wird direkt neutralisiert, hier so eine Schlägerei. Finde ich sehr gut. Warum die alle hier an diesem Fleck hier essen, das verstehe ich auch nicht. Ich glaube, weil es hier so dunkel ist, weil der Bereich so dunkel ist hier. Könnten wir eventuell ein paar Kameras anbringen. Hä? Warum geht das hier nicht? Hä? Achso, und was ist eigentlich mit diesem Wasserboiler, den wir hier eingestellt haben? Der braucht Strom, okay. Bin ich mal gespannt. Ja, weil die essen hier alle in dieser Ecke hier, weil es hier dunkel ist, weil da ist nicht so der bewachte Bereich hier. Ich denke, wir haben genug Wärter eingestellt, die jetzt hier die Kantine bewachen. Ich glaube, hier passiert jetzt nichts mehr. Der Metalldetektor läuft auch auf Hochtouren. Hier wurde wieder ein Tunnel gefunden irgendwo. Ich kann jetzt noch keinen sehen. Die Gefangenenzahl steigt. In 7,5 Stunden Ingame-Zeit haben wir dann wieder ein paar neue Insassen, die kommen werden wahrscheinlich. Weil hier ist nur noch ein Bus. Ja, das war's auch schon. Naja, gut, Leute, dann würde ich sagen, da war's das hier für die 75. Folge in Prison Architect. Wie ihr seht, es neigt sich dem Chaos zu. Also, es geht ganz schön krass ab hier. Wir haben jetzt noch nicht die Maximalkapazität erreicht von unserem Gefängnis. Also, ich werde hier an die 600, 700 Gefangene auf jeden Fall reinlassen, bis alle Zellen randvoll sind. Und dann wollen wir mal gucken, was dann hier so abgeht. Vorhin war es eben krass knapp gewesen in der Kantine, denn da hat schon dieser Oberbürgermeister hat schon gemeint, ey, wenn du es jetzt nicht in den Griff bekommst, dann müssen wir mit der Armee kommen und müssen dir die Aufgabe abnehmen, was wiederum sich, glaube ich, dann hätte ich mein Gefängnis verloren, ich weiß es gar nicht, was dann passiert wäre. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon am nächsten Dienstag um 15 Uhr, wenn es wieder heißt Prison Architect, das Chaos Let's Play mit mir, Big Mongo Styler. Und dann habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, Mittag, was auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also Genossen, haut rein. Bye, bye.